Oh, hi yourself, Agatha. What? How'd you... Oh, never mind. I know your social security number, too. Oh, God. Soon you'll start stealing my clothes and then walk around in them pretending to be me. Who says I haven't done that already? Okay, I admit, that's pretty funny. So, anyway, how did things go with Dave? Pretty good. I had to sabotage your computer. You had to what? Oh, chill outy. It was just a tiny little thing. I just needed an excuse for the IT guy to come by so I could steal his password. Clyde? But he's so nice. Why'd you want to steal his password? It's a long story. And then I used Mr. Wade's synthesized voice to craft this fake message, which I left on her answering machine. Now that's some out-of-the-box thinking. Yep, just might be silly enough to work. Yeah. Anyhow, feel free to keep using my computer. I need to do some homework anyway. Sounds good. I think I'll have another crack at analyzing the picture of the lights. Maybe I can find some clue as to where it was taken. There's also something strangely familiar about those lights. I have a nagging feeling that it has something to do with what I found yesterday. Was haben wir denn gestern verfickte Scheiße gefunden? Ich hab keine Ahnung. Ich denke... Ugh, I feel strange just looking at them. Du sollst es analysieren am Computer. A printed picture of the strange ist doch drauf noch. It appears to have been taken somewhere in Conwell Woods. Now that I look at them, they remind me of something I picked up yesterday. An was denn? Was haben wir denn gestern aufgehoben? Wir haben nichts das hier. Die Kirchenbroschüre. It's the brochure that priest gave me at the funeral. The logo stands out, but other than that, it's just the usual church mumbo jumbo. Washing away your sins, salvation, blah blah. There's also an address at the bottom. You know, if I ever feel like getting my god on. Huh. Aber da, guck, da sind diese drei Punkte. Kombinieren mit dem Bild. Bin dabei. Wow, the church logo looks pretty similar to the smoky lights. I might have to visit them after all. Yeah, wir gehen zur Kirche. Baraba booms. Tja. 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 Okay, wir gehen. Kannst du mal lieb sein? Ich bin immer lieb. Du bist immer lieb. Na, I have nowhere. Was? Ach so, muss ich da jetzt anrufen oder was? Ja, klar. Ja, klar. Ich hab kalte scheiß Hände. Die riechen auch scheiße. Wenn du Scheißhände hast. Telefon. Wen müssen wir denn da jetzt für anrufen? Na, Kirche. Andere Seite. Wir haben keine andere Seite. Dann musst du doch nicht anrufen. Mach aus. Aber... Wir haben doch jetzt einen Eintrag bekommen, oder? The similarity between the church... Rede mal mit ihr. Das können wir tun. Hey, E, got a sec? Sure thing, Kathy. What's up? What's your opinion on the Church of the Holy Trinity? They seem like an okay bunch to me. Just your regular old Christians. My kind of crowd. That's just it. They seem a bit too normal. And there's that logo, too. It could just be a coincidence, Kathy. The Holy Trinity is typically portrayed as a triangle. I don't believe in coincidences, E. I believe in action and reaction. Gee, you sound like a starship captain. Captain Rain of the USS Dignity, here to save the galaxy. Oh, please kill me now. What do you think of Lily Meyer's art? I actually looked her up this morning, and I couldn't find any records of her being recognized as an artist. Yeah. I doubt there was ever a chance for that to happen. Wade bought everything shortly after she died. I only got a chance to see this one picture. Wasn't all that bad, but nothing breathtaking. Well, maybe there's more to her art than meets the eye. Something Wade knew, and we're missing. Yeah, maybe. Yes, Wade. Wade ist der Typ, den wir kontaktieren wollen. Ja, ist doch hier Charles Wade, Nudelkopf. Ach so. Ja, sag ich doch. Oh mein Gott. So. What's your take on this Charles Wade? I'm not sure.
He sounded like a super nice guy on that tape, but media says that he's a ruthless businessman. The tape is over 2 decades old. Maybe he's changed. Either that or he is very different in his private life. Hard to know without actually seeing him. What do you think of this cocky person? Well, the nickname makes me think of, you know, boy parts. And you call yourself a Christian. Ich habe aber auch bei Cocky erst an sowas gedacht. I wonder what was so special about Lily Myers. Well, besides her being a talented artist who drowned herself in a lake. I bet there's some secret about her art. Let's hope Charles Wade has some answers. Any ideas about what happened to my grandfather in 81? Beats me. Maybe he found what he was looking for. Or it found him. Did you just quote a tagline from one of those cheesy horror novels? Maybe. Tut mir leid, dass da jetzt gerade kurz so Unterbrechungen drin waren. Ich weiß nicht, ob die in der Aufnahme zu merken sind. Aber... Er spielt gerne mit seiner Maus rum. Nein, Windows hat mich auf dem Desktop geschmissen. Das passiert mir auch häufig bei CSGO, wovon ich dann erzähle. Gestern war auch die Situation, wo ich gerade am Snipern war und dann auf einmal einen Mauszeiger in der Dingens hatte. Das war jetzt gerade hier auch so. Ich habe nicht mit der Maus rumgespielt. Nur um das mal klarzustellen. So, und ich schlafe jetzt eine Runde. Wieso? Zeit rumkriegen, keine Ahnung. Nee. Schade. Hätte ja sein können, wir warten jetzt gerade auf einen Anruf. Oder nicht? Verlass mal die Tür. Kann ich ja nicht. Ich darf ja nicht raus. Na. Also machen wir das anders. Wir nehmen mal die Kassette mit der Ermittlung und scannen die mal. Geht das? I don't see any need to... Okay, geht nicht. Können wir noch irgendwas anderes machen? Können wahrscheinlich nochmal das Bild genauer angucken, oder? Aber das lohnt ja eigentlich auch nicht. Ich weiß das nicht. Oder mit der Tondatei noch irgendwas machen? Gucken wir uns erstmal das Image nochmal an. So, Bild analysieren. Moment, hier einmal näher ran. Vielleicht gibt es ja hier noch andere Muster. Sieht nicht so aus. Unusual flower over there though. Never seen anything like it. Maybe worth printing? Okay. Wenn sie das so will. Die wollte gerade irgendwas... In dem Moment, wo ich auf zurückdrücken wollte, wollte die irgendwas sagen. Du bist zu schnell. Nee. Ich bin zu schnell. Das Spiel ist zu langsam für mich. Das ist das Problem. Hey, E, come check this out. Hm? Wow. They're hypnotic. Looks like a will-o'-the-wisp. You know, the spirit of the forest. Now, that's just silly, Eileen. There has to be a more reasonable explanation for them. Hey, there's nothing silly about forest spirits. You should talk to Meadow, my Wiccan friend. She's really opened my eyes about these sort of things. Ist es nicht deine christliche Pflicht, Leute wie sie als Heiden anzusehen, oder ist das nicht dieselbe Meadow, die eine intime Beziehung mit dem Baum vor ihrem Wohnheim hatte? Untere. Isn't that the same Meadow who had an intimate relationship with a tree outside her dorm? Oh, come on. That was just a phase. Trust me, I've been through every phase in the book. That definitely isn't one of them. Sie hat es mit einem Baum? So, anyway. Well, my side of the room is starting to get a bit messy. There's always that. I meant with the investigation, silly. I guess you could try to find out more about these lights. Maybe figure out where that picture was taken. I know exactly where to start. Good. I'm gonna get some food now before I pass out. Okie dokie. I'll grab my books and get cracking. All right. See you in a bit.
Jetzt verlassen wir doch das Zimmer. Und holen uns was zu essen. Hey! 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 Und? So, any progress with the search? Yeah, I was able to identify that flower. It's called the Red Scythe, or Rosea falcus. I discovered that there was a small nature reserve near Conwell Springs, which was established in 89. The Red Scythe is on their list of endangered plants. I made a photocopy of the botany book page in case you want it later. That's something. I should go check it out. Maybe I can narrow down the place where that picture was taken. And, good work, Eileen. Happy to help. So, what... Woo! Woo! Oh, hang on. I'll go get that. Okie dokie. Geh ran. Hello? This is Erica Wade calling for Kathy Rain. Speaking. Miss Rain, this is terribly awkward. I realize now how rude I was before. I wanted to apologize and ask if there is anything I can do. Entschuldigung annehmen, ja. Apology accepted. You can start by answering a few questions. Very well. Do you know anything about what happened to my grandfather that night in 81? Not really, no. But what I do know is how it destroyed Father. It did? Oh, yes. The two of them were great friends once. And when Joseph was hurt, they hadn't been talking for some time. Father always hoped they would be able to reconnect one day. He kept putting it off, believing they had time. But in the end, it never happened. So, what were things like back when they were still good friends? Oh, they were like peas in a pod. Always sharing their war stories and laughing together. In a way, Joseph became the uncle I never had. He was around a lot when Father went out on business trips. Later on, I even met you a few times, when you were just a baby. I don't remember any of that. Oh, no matter, you were so little then. Erica, I have to ask, why were you so defensive on the phone earlier when I tried to reach out? Oh, I don't know, Kathy. Our families haven't been in touch for a long time. I don't remember exactly when it happened, but we all started drifting apart. My guess is that it had to do with Father's growing wealth. Friendship needs common ground, and we started living in different worlds. What happened to your grandfather was the final nail in the coffin. Father just couldn't bear seeing him like that, neither alive nor dead. Ja, geh einfach mal alles durch. Okay. What do you know about Lily Myers? She was a young artist who lived somewhere in Conwell Springs. Killed herself, if I recall correctly. Dreadful thing. But other than that, not much. We never knew the family. Do you recognize the nickname Cocky? It may be an Air Force call sign. I can't say that I do. Father had many friends in the Air Force, but no one I can recall by that name. What can you tell me about Mr. Wade? My father is a great man. He has so many ideas, so much left to realize, which makes it hurt so much more to see him like this. See him like what? The illness and everything, of course. Right. Yeah, it must be hard. Oh, yes, indeed. I wish he wouldn't be so stubborn with his treatment. He could go to any state-of-the-art hospital, but insists on being treated in that backwater clinic in Conwell Springs. The community clinic in the middle of town? Yes. It's like he's given up and is just waiting for the inevitable to happen. Okay. What do you know about Lily Myers art? Oh, that little girl had a twisted mind, let me tell you that. Oh, my father used to have a few pieces of hers in his collection. Horrible things. I couldn't understand why he ever decided to procure them in the first place. You say, used to have. Did he get rid of the paintings? Oh, either that or he put them in storage somewhere. I haven't seen them for years. I never bothered to ask him why. Glad to be rid of them, quite frankly. Do you know anything about the Church of the Holy Trinity? It's the one and only church in Conwell Springs. I was baptized there, and I married my husband there. Anything out of the ordinary about them?
Oh, not really. They seem like a typical church to me. Ja, das wär's doch, das war's dann eigentlich auch. Okay, that's all I needed. Very well. Feel free to call back if you have any more questions. Oh, süß. Okay, ciao. All right. Wade is in Conwell Springs. He's being treated in the clinic. So. Ja, uns wurde viel gesagt. Genau. Eigentlich, ja, zu jedem Ding. Was? Wir werden jetzt Scrabble spielen. In dieser Nacht träumt Kathy. Wieder derselbe Traum? What? What? Ist dieser Red Man? Ich hab keine Ahnung. Ich hab gedacht, ich hab scheiß Träume und seltsame Träume, aber das war echt creepy. Yep. Okay. See you later. Okie dokie. Weißt du, wie du aussiehst, als würdest du gerade einen abseilen. Okie dokie. Also, erst Krankenhaus, erst Krankenhaus, Hospital. Boah, das wird eine richtig ätzende Aufnahme mit dem ganzen Geschneide. So viel Kacke ist jetzt schon passiert. Das ist, ja, das ist der Penner. Hey, Penner! Jäger der verlorenen Blase war gut. Oh Mann, ey. Und ich habe jetzt erst schon gedacht, der ist Cookie. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Kirche rein. Cookie! Red direkt mal mit der Tussi da. Der Kopfhörer auf. Mach ruhig. Ja. Oh, das ist geil. Mach mal. Was? Ich kann da erstmal gar nichts machen. Keine Ahnung. Kannst du... Ja, es geht ja nicht. Wir müssen sie ja loswerden. Ja, aber wie? Ja, geh mal rauf. Vielleicht können wir mit dem Penner draußen reden. Dass der wieder irgendwas macht. Wieder ablenkt und so. Das, ja, das ist richtig. Oder Goody, oder wie der heißt. Ja, Guba, genau. Guba, Kuba. Machen wir Karriere im Showgeschäft. Das Schweigen von Lambert. Mach mal eine verhängnisvolle Blase, das ist lustig. Lol. So fucking ass. Naja, die anderen schenken wir uns mal. Live-Darbietung. Verhängnisvolle Blase, oder? Ja. Ich glaube, wir müssen uns wirklich alles anhören. Und dann überlegen, was wir dann davon nehmen. Ja. Und ich quäl mich gerade echt irgendwie. Okay. Bla bla bla. Ja. Wir haben jetzt... Die übliche Überraschung kannst du als nächstes machen. Das nehmen wir. Ja.
Okay. Okay. Dann wird die Schublade, die man mich steckt. Ja, mach das mal. Was? Oh, zurück. Dann Live-Act und dann So. Live-Darbietung. Und dann übliche Überraschung. So, jetzt bin ich mal gespannt. Epileptischer Anfall klingt gut. Oh, ich dachte, der legt sich halt hin und zappelt dann Das so. war niemals ein epileptischer Anfall. What the fuck? Was ein Scheiß-Schauspieler. Ganz ehrlich, ich. Nee. Na. Ich nehme jetzt einfach das Schwert von Lambert und hoffe, dass es das jetzt ist, Ich ansonsten. hoffe, er sticht sich mit einem Schwert in die Brust. Nein, ich sage nicht das Schwert, sondern das Schweigen. Ich bin gerade das Schwert von Lambert hingekommen, im Gedanken, weil bei The Witcher gibt es ja Lambert. Ja, Den stimmt. Typen. Einen der Hexer. Ich raste aus. Müssen wir die Kopfhörer runterziehen? Das könnte theoretisch ja auch sein, ne? Oder dann mach noch das andere. Wir Ich haben ja mache jetzt mal noch. das Letzte und währenddessen spreche ich mit der. Gott, ist das Kacke. Ich klicke das gerade mal durch, weil das ist echt so ein bisschen. Das ist so ein bisschen langweilig gerade. Es ist zwar vielleicht langweilig für dich, aber für die Zuschauer vielleicht nicht. Immerhin haben wir ein Achievement dafür bekommen. Dass wir alle Scheiße durchgehört haben. Wow. Und nix war dabei, was sie da. Ich hatte halt gedacht, man müsste mit ihr reden dann. Ich habe eine Idee, dem Stromschlag versetzen. Gehen wir ins Inventar. Meinst du, wir müssen das während der Vorstellung machen? Ich probier das einfach mal. Ich mache das einfach mal während der Vorstellung, gebe ich ihm jetzt so ein Zsch. Ja? Okay. So, jetzt aber. Also doch der epileptische Anfall. Aber wir müssen halt die Geschichte mit dem epileptischen Anfall nehmen und ihn dann schocken. Das Okay. kommt hin, oder? Epileptischer Anfall ist doch dieses, ne? Ja. Ja. Also man fängt an mit einem Appellschrei und Wie dann auch immer. verkrampft sich Ja, alles und wie auch dann immer. fällt es auf den Boden. Ich wollte es nur so Ja. erzählen. Hey, wir machen hier die üblichen Überraschen, denn da hast du einen epileptischen Anfall und den werden wir jetzt gleich mal live vorführen, liebe Leute. Live ein epileptischer Anfall mit dem Elektroschocker. Hoffentlich klappt's. Ansonsten müssen wir die anderen zwei nochmal ausprobieren. Hat man also direkt recht gehabt mit dem epileptischen Anfall. Wir so, gucken wir mal. Oh, was denn? Wie denn? Wie soll ich das denn rauskriegen? Okay, also Name besteht hier immer aus, warte mal. Carlita Und Mendez. dann Mendes. Mendes. Okay. Jetzt wollen wir noch ein Passwort. Schau mal bei Akten nach. Habe ich schon. Da will sie nichts machen. Warte mal ganz kurz. Mach noch mal am Schrank. So, was soll ich nochmal machen? Schwarzes Brett, bitte.
Mama Computer. Benutzername mache ich mal C. Carlita und hier Mendez. Nein, wir haben doch vorhin. Ja, und was ist dann das Passwort? C. Mendez. Und was ist das Passwort? Passwort. Falsches Passwort. Dann mach den Vornamen. Carlita? Hm. Also C. Mendez scheint richtig zu sein, weil jetzt steht hier falsches Passwort. Hab ich doch gesagt. Vielleicht Conwell? Großem C. Springs. Ohne Passwort. Schon mal schwarzes Brett. Carlita, so wird sie geschrieben. Also C-A-R. Carlita. Wer auch so. Was? Ich hab's mal mit Klein- und Großbuchstaben am Anfang versucht. Keine Ahnung. Da ist sonst steht nichts. »1991.« Wäre auch zu einfach gewesen. Ja, man muss es halt mal ausprobieren. Auch nix, kein Hinweis, nix. Das ist ja auch ein Ausschnitt für ein Botanikbuch. Ja, was zur Hölle, was erwartest du? Ist doch egal, hatten wir auf jeden Fall noch nicht durchgelesen. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich weiß nicht, wie wir da jetzt drauf kommen sollen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich habe jetzt mal gerade Hospital und so eingegeben. Und funktioniert nicht. Nee. Ich würde sagen, dann machen wir hier erstmal eine Pause. Lass mich mal ganz kurz noch was probieren. Was können wir denn noch nehmen? Ist doch scheiße. Vielleicht Nurse. Also okay, geht nicht weiter. Was gibt's noch? Darf ich mal was ausprobieren? Was dann? Und zwar war das diese Dingensdiskette hier? Das ist doch die Diskette, die wir bekommen haben, um den Computer von der einen zu hacken, aus unserer Bewohnerin. Vielleicht können wir hier ja irgendwas hacken. C. Mendez Otorgador. Ach du Scheiße. Otorgador. Okay, probieren wir das doch mal.
Hast du aufgeschrieben? Irgendwie so. Ich weiß nicht, ob es Protorgado. Schreib's nichts. Lol. Doch, hast du. Aha. Charles. Name, genau. Wade, ne? Wade? Charles Wade. Überwiesen von Dr. A. Friedman, San Francis Medical Center, KC. Bei dem Patienten wurde erfolgreich ein invasiver Eingriff am offenen Herzen durchgeführt. Er wurde auf eigene Bitte hin in diese Einrichtung verlegt. Die Prognose ist positiv und der Patient sollte erwartungsgemäß in 6 bis 8 Wochen vollkommen genesen sein. Status stabil, Raum 6B. Okay. So wird ein Schuh draus. Ich glaube, wir gehen jetzt noch zu ihm und dann machen wir eine kleine Pause. Ja, klingt gut. Sag persönlich das Erste. Oho, wir dürfen mit dem Mann reden. Nice. Ja, ich glaube, das Erste ihm zustimmen. Direkt mal wieder ausradieren und Lillys Kunst gestohlen hinschreiben. Okay, damit haben wir das auch. Einen neuen Namen auf der Liste. Kannst du den gleich schon ansprechen? Wow. Ja, komm, erzähl, wir können es ihm sagen. Na klar. Nice. Sehr schön. Was ist ja heute los? Wir haben trotzdem keinen Ton mehr. Ja. Ist aber gerade egal, weil wir doch jetzt eh aufhören wollten, oder? Das ist alles, was ich momentan brauche. Ich denke mal, der Ton wird trotzdem noch recorded. Hoffe ich auch. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Warum das jetzt aus ist, kann ich dir nicht sagen. Gerne, Kathy, Sie können jederzeit zurückkommen. Ich spreche das jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass vielleicht in den Optionen... Ist aber noch angeblich alles an. Keine Ahnung, aber wir wollten ja sowieso jetzt aufhören an der Stelle. Boah, das wird so eine Frickelarbeit, wenn ich das hier zusammenschneiden muss. So oft, wie jetzt irgendwie die Aufnahme unterbrochen wurde und so. Schon ein bisschen nervig. Aber okay. Ja, Kathy Rain. Kathy Rain. Ich wollte sagen. Ich werde es rausschneiden. Nein, ja. Das wird eine Menge Arbeit, das alles zu schneiden, weil wir sehr viele Unterbrechungen hatten. Und ich hoffe, es kommt trotzdem bei euch gut an. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Informationen bekommen. Wir können ohne Probleme jetzt mit dem Sheriff reden, aber für uns heißt es jetzt erstmal eine kleine Pause. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge und wir alle wollen wissen, was natürlich mit unserem Opa passiert ist. Und es ist schon mysteriös, dass die Bilder jetzt geklaut worden sind und definitiv der sie geklaut hat, der weiß mehr. Genau. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns dann aus dieser Aufnahmereihe und wünschen euch noch einen schönen Resttag und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Tschüss, schönen Abend.